Hallo, ich bin Annalena von den Dogspotters und ich sitze heute hier mit Astrid Menzel, der Regisseurin von Blauer Himmel, Weiße Wolken. Erstmal vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns haben. In Ihrem Film dokumentiert sie das Leben ihrer Großeltern und insbesondere die Kanureise mit ihrer dementkranken Oma. Wie kam es überhaupt, dass Sie diese Dokumentation gestartet haben? Bringe ich dich jetzt raus, wenn du mich duzen darfst? Also, du darfst mich sehr gerne duzen. Okay. Warum ich den Film gedreht habe? Ja. Eigentlich war der Film zweitrangig. Es ging vielmehr darum, dass eben mein Großvater verstorben ist und ich unheimlich schlecht damit umgehen konnte, dass er nicht mehr da war. Und eine der Hauptsachen, die so hängen geblieben sind in dieser ganzen Trauerzeit, war, dass er gesagt hat, kümmere dich um Oma, wenn ich nicht mehr da bin. Und Oma war ziemlich unzufrieden in diesem Seniorenheim. Es gehört aber auch zur Demenz, dass sie sich dann nicht mehr so gut einleben kann. Und auch, also selbst wenn sie 2 Minuten vorher Besuch hatte, würde sie immer sagen, ich bin so einsam und hier kommt nie jemand, so ungefähr. Aber das wusste ich alles erst später. Auf jeden Fall habe ich mich sehr schlecht gefühlt, sie da so sitzen zu lassen, diesem Versprechen dem Opa gegenüber irgendwie nicht noch deutlicher nachzukommen. Und dann kam eins zum anderen, diese Idee, dieses Kanu, was wir gerne zum Sommerhaus zurückbringen wollten, keinen Dachgepäckträger mehr fürs Auto hatten und gesagt haben, okay, wir paddeln, was auch schon absurd ist, das sieht man im Film gar nicht so, aber es gibt eigentlich gar keinen direkten Weg. Also wir müssen ja auch nachher von einem Fluss zum anderen und mit dem Zug und so weiter. Und habe eigentlich gedreht, weil ich dachte, ich muss das irgendwie festhalten. Da war es noch keine Filmidee. Also ja, hatten die gar keine direkte Reaktion darauf, dass sie das dokumentieren wollten. Die wussten das eigentlich gar nicht. Meine Oma hat das schon gewusst, dass ich filme. Auch mit der Demenz, glaube ich, nicht immer. Und ich hatte eine Fotokamera und habe ja auch alles selbst gedreht. Das heißt, ich war irgendwann auch sehr gut da drin, diese Kamera so ein bisschen unsichtbar werden zu lassen. Und deswegen hat der Film jetzt sicherlich auch so eine Nähe. Ja, sie schien den Film über du. Ja. Sorry. Du schienst den Film über so eigentlich eher der Ruhepol deiner Oma zu sein. Stimmt das? 2 Dinge. Das eine, was ich von Oma auf dieser Reise gelernt habe, ist tatsächlich im Moment zu leben. Also sie hat mich auf gewisse Weise auch zur Ruhe gebracht. Aber in der Demenz, also in diesem, dass man ständig alles vergisst, bin ich definitiv ihr Anker. Und da war es mir und dann auch anderen Leuten in der Familie noch sehr wichtig, immer ehrlich zu sein. Das ist ein schwieriges Thema, weil man kann mit Menschen mit Demenz kann man nicht immer ehrlich sein. Also ihnen sagen, keine Ahnung, du tüdelst gerade völlig. Ja. Und gleichzeitig hat sich so eine Ehrlichkeit auch bei uns bewahrt, dass Oma mir vertrauen konnte, dass ich ihr keinen Quatsch erzähle. Ja. Und deswegen ist das manchmal sehr hart, wenn ich ihr dann irgendwie zum, keine Ahnung wie vielen Male sage, der Opa ist nicht mehr da. Aber auf der anderen Seite merkt man auch, dass sie das dann annimmt. Ja, fanden Sie es leicht? Gemein. Fanden Sie es leichter oder schwerer im Verlauf der Krankheit mit dieser Demenz umzugehen? Ich würde mal sagen leichter, weil diese Demenz schreitet fort. Und gleichzeitig ich und auch meine Mutter, die ja auch sehr, sehr viel für sie da war, man lernt sozusagen mit der Zeit, auch was möglich ist und was nicht möglich ist. Also wenn du es dir andersrum vorstellst, mit einem kleinen Kind zum Beispiel, man wächst ja auch mit der Aufgabe. Und ich glaube, deswegen war es am Ende leichter. Und vor allem auch, weil ich wirklich alles versucht habe, um für sie da zu sein. Und auch gemerkt habe, dass selbst wenn sie mich nicht erkennt, doch immer weiß, also bis zum Schluss war das jetzt so, dass ich ein guter Mensch bin. Und dass es schön ist, mit mir Zeit zu verbringen oder sowas. Also dieses Vertrauen war eigentlich fast immer da. Hat Ihre Oma den Film jemals gesehen? Oma hat den Film gesehen. Also, da muss man dazu sagen, wir sind gepaddelt 2016, das ist jetzt 6 Jahre her. Und ich habe ihr damals auf jeden Fall Szenen gezeigt, also einfach Material von der Reise. Es gab auch mal einen Teaser, den fand sie auch so sehr lustig. Fand ich irgendwie schön, dass sie über sich selbst auch so mitlachen konnte. Ich habe ihr jetzt vielleicht vor einem Jahr oder so auch nochmal eine Fassung gezeigt, bin nur so durchgesprungen, weil ich eigentlich, ging es eher darum, mit ihr schöne Erinnerungen zu teilen, weil sie von der Reise ja nichts mehr weiß, gar nichts. Und dann habe ich schnell gemerkt, dass ich in diesem Film ja auch sehr viel im Voice-Over Sachen kommentiere, auch die Demenz. Und das war für sie nicht so gut zu hören. Also ich habe dann irgendwann den Ton ausgemacht, habe ihr nur noch Bilder gezeigt. Also es ging nie darum, Oma zu zeigen, guck mal, ich habe einen Film gemacht, sondern wenn, immer nur darum, sie aus diesem, ihr ist langweilig im Seniorenheim, einen schönen Nachmittag zu machen, indem man Bilder, also entweder Fotoalben oder eben dieses Videomaterial guckt. Glaubst du, man sollte mehr oder offener über das Thema Sterben, Demenz sprechen, damit auch mehr Leute irgendwie ihren Angehörigen schöne letzte Tage bereiten können? Was glaubst du denn? Ich glaube auf jeden Fall ja.
es sind für mich auf jeden Fall zwei Sachen. Du hast gesagt, Sterben und Demenz. Mhm. Ich meine, der Tod, glaube ich, macht ziemlich vielen Menschen Angst. Und auch wenn ich immer zum Beispiel gedacht habe, ich vertrage jetzt das sehr schlecht, dass mein Großvater gegangen ist, ist das natürlich auch ein Bewusstwerden von auch mein Leben, dein Leben ist endlich und das ist irgendwie hart. Und ich weiß nicht, ich bin da so ins kalte Wasser gesprungen, als Opa gegangen ist, das war nicht lustig. Also man lernt dann dazu, aber ja, sicherlich sollte man auch mehr darüber sprechen, dass es auch kulturell unterschiedlich ist. Und gerade hier bei uns, man glaube ich, auf jeden Fall über einige Themen deutlich offener sprechen sollte, einfach um dem Ganzen die Angst zu nehmen. Ja. Und dann sind wir vielleicht auch bei Demenz. Es ist einfach super hilfreich, sich auszutauschen mit Menschen, die da was von verstehen, die was Ähnliches schon durchlebt haben, weil man sich einfach weniger alleine fühlt mit dem ganzen Thema. Und das, war sowohl, habe ich mich viel mit meiner Mutter ausgetauscht, um Sachen zu verstehen, als auch hoffe ich, dass dieser Film jetzt Menschen so ein bisschen diese Angst nimmt. Und gleichzeitig, vielleicht auch die Last, weil das ist ja dann auch mein Thema in dem Film, sich so verantwortlich zu fühlen und irgendwas noch so richtig machen zu wollen und für jemanden da zu sein und auch zu akzeptieren, es gibt auch Grenzen. Du fragst in dem Film deine Großeltern, ob sie denn an ein Leben nach dem Tod glauben. Was glaubst du, was nach dem Tod passiert? Diese ganzen tiefen Fragen. ich möchte da eigentlich sehr gerne dran glauben, muss aber ehrlich sagen, aktuell tue ich das nicht. Ich bin auch sogar im Zuge von dem Tod meines Großvaters aus der Kirche ausgetreten, einfach weil mich das so, ich war so enttäuscht. Ich hatte so das Gefühl, dass wenn man in dieser Trauer da so allein gelassen wird, dann, also mir hat der Halt gefehlt in einem Glauben. Ich weiß nicht, mein Opa sagt ja sowieso, er glaubt nicht wirklich dran, weil er auch so ärztlich, wissenschaftlich von der Seite kommt und gleichzeitig sagt er am Ende auch, es wäre schön, wenn. Und diese Möglichkeit, dass etwas kommt, die möchte ich eigentlich nicht ausräumen. Ich freue mich, wenn das passiert. Und trotzdem ist mir ziemlich klar, dass so irgendwie ich dafür sorgen muss, in diesem Leben glücklich zu sein und nicht zu warten, dass das dann irgendwann noch genial wird oder sowas. Vielen Dank. Oh Gott. Wenn ihr mehr von dem Film wissen wollt, guckt gerne auf unserem Blog www.doc-spotters.de vorbei.